heute endlich wieder in der Kleinkunstbühne Grüm, die kleine Bühne mit dem großen Herzen. Wer tritt heute auf? Wer bringt uns heute zum Lachen? Heute haben wir den Bernhard Lentsch. Ich habe vor Jahren mit dem Bernhard gemeinsam viele, viele Auftritte gespielt. Er ist ein bisschen, sage ich mal, vom ersten Anblick her, denken Sie, nein, aber nein. Er ist jemand, wo ich sage, das Äußere täuscht und drückt, weil er selber ein großes Herz und noch viel mehr Schmäh und Humor. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie er ausschauen tut und vor allem, was wir zum Lachen kriegen. Bis gleich. Liebes Publikum, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, gestehen Sie mir bitte, nur bevor es jetzt losgeht, gestehen Sie mir ganz kurz zu, ich bin es gewohnt, dass es so ist. Ja, vielleicht sind Sie mir nicht besser. Ich hätte nur gerne am Anfang ganz kurz. Der Künstler, der lebt ja vom Applaus, sagt man. Und das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also Monat für Monat bei mir, wenn da Miete, Strom, Gas, was da alles reinkommt. Ich zupfe mir das immer aus dem Postkastel raus, gehe auf in die Wohnung, ne, dann richte ich mir die Erlagscheine alles her, dann rufe ich an im Kundenzentrum, gebe meine Kundennummer durch für 3678, da sagt die Dame dann immer, Bernhard Lentsch, korrekt, sage ich, ist richtig, und dann sage ich immer, ich tue kurz das Handy weg, ich tue kurz auf Lautsprecher, ja, Moment. Haben Sie alles gehört? Und dann sagt sie, ja, Herr Lentsch, alles angekommen. Vielen Dank, Erlagscheine können Sie wegfahren. Ja, wir hören uns dann nächsten Monat. Und daher, ganz kurz. Und der Applaus, der ist ja jetzt ja noch viel mehr geworden die letzte Zeit. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt Künstlerinnen und Künstlern applaudiert worden ist, sondern es sind ja viel, viel mehr Menschen applaudiert worden. Und den Applaus, den kann man jetzt ja auch viel universeller verwenden. Ja? Also zum Beispiel die, was weiß ich, zweifach alleinerziehende Mutter, Regalbetreuerin beim Supermarkt. Ja? Selbst die hat den täglich von allen gespendeten Applaus schön daheim im Tabakschirl, ne? Die tut sich das schön nach Datum im Kühlschrank sortieren. 2-3 Geschirrl hat es immer im Gefrierfach, so als Reserve. Und wenn da vielleicht einmal ein Kind wieder ein bisschen an Hunger hat oder was so wirklich auf so eine dünne Scheibe trockenes Brot, einfach so fingerdick den Applaus drauf und man hat schon wieder 2 Tage gegessen. Ja. Daher. Wenn Sie mitgeklatscht haben, vielen Dank. Ich hoffe, ich komme den Sommer damit durch. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, recht herzlich willkommen also zu dieser Sendereihe. Mein Name ist Bernhard Lentsch. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und begrüße Sie aus der menschenleeren Kleinkunstbühne Grüm. Ja. Niemand da, kein Mensch da, bis auf Kameramann, Chef und ich. Ja. Sonst niemand da. Die Grüm ist dafür umso reichhaltiger für Sie geschmückt. Wir haben ein kleines Zuckerl zu Beginn für Sie vorbereitet, ein kleines Geschenk für Sie. Und zwar, wir haben ein Gewinnspiel uns überlegt. Also Achtung, liebe Rätselfreunde, Vorsicht, liebe Füchsinnen und Füchse zu Hause, spitzen Sie Ihre Ohren. Die Rätselfrage lautet, in welchem Wiener Gemeindebezirk befindet sich die Kleinkunstbühne Grüm? Das ist eine knifflige Frage, gebe ich zu. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von Ihnen das durchaus lösen kann. Wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen, dann schicken Sie das bitte per E-Mail an bernhard.lentsch@kasperlpost.at. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Zu gewinnen gibt es liebe Zuseherinnen, Sie haben mir gegenüber ja einen gewissen Zeitvorsprung, muss ich gleich eingangs sagen. Natürlich. Ne? Weil jetzt, wo ich da rede, im Vergleich zu jetzt, wo Sie das hören, ist ja ein Unterschied. Ne? Also ein paar Tage oder Wochen oder Monate, wer weiß, was noch kommt. Ich weiß es nicht. Ja? Und deswegen haben Sie jetzt natürlich einen gewissen Wissensvorsprung. Ne? Ich war so
Nur, dass das klar ist, wenn jetzt die Bundesregierung die nächsten Tage entscheidet, was weiß ich, wir geben Ostösterreich doch wieder den Ungarn retour oder so, dann wissen sie das und ich jetzt noch nicht. Ja? Also ich kann ihnen darüber jetzt noch nichts erzählen. Da haben sie natürlich einen gewissen Vorsprung. Sie, die jetzt zu Hause sind, also ich tät ja, muss ich sagen, ich tät ja einiges dafür geben, dass ich Ihnen jetzt zuhören kann, weil Sie leben ja mittlerweile schon in der neuen Normalität. Was auch immer das heißt, man weiß es noch nicht genau, aber dort sind Sie schon viel mehr als ich jetzt hier. Ja? Und da muss ich sagen, ich tät schon gern wissen, wie ist das mittlerweile? Wie ist das, Ihr Leben jetzt, in ein paar Wochen, in einem Monat, in zwei Monaten? Müssen Sie zum Beispiel noch immer eigenständig Entscheidungen in Ihrem Leben treffen? Oder ist es so, dass man sagt, na, eigentlich kommt eh jeden Abend ein Mitarbeiter vom Bundesministerium zu Ihnen heim und richtet Ihnen das Gewand her, das Sie am nächsten Tag anziehen müssen, also das Ihnen empfohlen wird, natürlich, von der Bundesregierung, es ist kein Zwang, ja. Oder ist es vielleicht in ein paar Wochen mittlerweile so, dass die Bundesregierung empfohlen hat, jeder von uns muss ein türkises Wäscheklopperl sich ans Ohr zuzeln, weil das hilft gegen den Virus. Könnte ja sein. Und ich persönlich denke mir, wenn es der Gesundheit hilft, dann sollten wir das machen. Ja. Rennen wir halt mit einem Klopperl um, mein Gott, nein. Wichtig ist mir nur, ganz wichtig, freiwillig. Ja, es sollte bitte freiwillig sein. Ja. Und wenn irgendeiner glaubt, er muss nicht mitmachen, weil er muss ein Gefährder spülen, dann werden wir den freiwillig finden, werden wir ihn zu Hause mal besuchen, freiwillig, dann werden wir ihm das Klopperl einmal ins Auge stecken. Und wenn wir mal fragen, was er nicht verstanden hat, an freiwillig. Ja? Ich weiß nicht, wie es werden wird, aber Sie sind schon viel näher dran an dieser neuen Normalität. Ich finde, dieser Begriff ist schon toll. Also, was, das ist, so schlimm kann es gar nicht werden. Es ist so ein geleckter Begriff, auch für den 58-jährigen Bauarbeiter, doppelter Bandscheibenvorfall, zwar hinige Knie, während der Ausgangsbeschränkungen ist die Firma in Konkurs gegangen, hat den Job verloren, wird demnächst auch seine Wohnung verlieren, aber auch für ihn die neue Normalität. Oder aber auch die junge Dame im allgemeinen Krankenhaus, die aufwacht aus ihrer Blinddarmoperation, an ihrem Körper runterschaut und sagt, ah, Moment, statt dass wir rechts im Blinddarm ausgenommen haben, haben wir die überlasteten Ärzte links in Unterschenkel amputiert. Aber nicht schlecht drauf sein, weil das ist die neue Normalität. Ich würde ja gern wissen, wie es wird. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wissen Sie es schon ein bisschen besser. Ich stehe jetzt hier noch ganz am Anfang, frisch am Anfang der Phase der Lockerungen. Ja. Im Moment ist es komplett locker. Ich bin komplett locker, muss ich sagen. Ja. Wirklich die letzten Tage, ich bin leid auf der Straße. Wildfremde Leute reden mir an und sagen, Herr Lenz, Sie sind so locker. Wie kann das sein? Ich bin ja beim Abstand halten, bin ja oben auf 1,80, 1,75, also komplett locker. Ja. Also meine Knochen ist ja noch viel mehr. Die letzten Wochen sind da drin, das steckt noch drin, ja, diese Ausgangsbeschränkungen. Ja. Alle sind wir daheim gesessen, Fahrt war es teilweise. Ne? Dann haben die Leute angefangen mit dem Ausmisten. Ne? Der Müll in Wien, exorbitant in die Höhe geschossen. Ja, dann haben sie alle angefangen mit, ich mache ein Corona-Gedicht und der Nächste macht ein Quarantänelied und der wieder Nächste macht einen Pandemietanz. Ist auch irgendwann Fahrt worden. Ja. Und dann, was auch noch passiert ist, ist, dass die Leute anfangen mit Sport machen. Vielleicht haben sie auch Sport gemacht. Immer mehr Menschen haben auf einmal Sport gemacht. Ne? Für das hat man rausgehen dürfen. Und da ist mir dann aufgefallen, ich wohne in der Nähe vom Wald, gell, da waren dann viele solche Leute. Und da habe ich dann gesehen, obwohl das ist mir eigentlich schon vor Corona aufgefallen,
ich habe ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie so die letzten Jahre ist so entstanden, dass jeder zweite möchte halt irgendwie so auf Profisportler tun. Wissen Sie, wie ich meine? Alle geben sie sich, als ob es geborene Profiathleten wären. Alle möchten Profisportler, also bloß halt ohne Sport, nur durch Ausrüstung. Ja? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Weil kaum fährt heute einer die 300 Meter Mineral vierer in die Konditorei auf einem Malakoff, ja, braucht er auf einmal ein Raltrikot. Warum bitte? Wer geht denn heute noch mit einem normalen Leiberl rennen, einfach so mit einem T-Shirt? Das macht ja keiner mehr. Kaum macht halt einer drei geschwinde Schritte, braucht er auf einmal ein Funktions-T-Shirt. Ein Ultra-Low-Weight-Shirt haben die Leute an. Ultra-Low-Weight-Shirt. Weißt? Und der gibt ja keine Ruhe, wenn du den dann triffst. Weißt? Weil der möchte ja dafür gelobt werden. Der will ja dafür bewundert werden, was der für ein toller Sportler ist. Der kommt ja dann her mit seinem Leib und sagt, schau mal hier, geh mal an, das wiegt nichts. Das wiegt nichts. 66 Gramm, ultra low weight, das wiegt nichts. Und zu dem kannst du nicht einfach nein sagen. Der muss ja gelobt werden. Ne? Weil normalerweise, wenn die wer fragt, servus, willst du mein Leiberl angreifen? Was ja an sich schon als Frage komisch ist. Ja? Und du sagst nein drauf, kann man ja sagen, okay. Man kann sagen, passt. Ist in Ordnung. Ich wollte fragen, willst du mir Leiberl angreifen? Nein, wenn nicht, dann nicht. Aber so ein Typ, der nichts anderes hat als sein Ultra-Low-Weight-Shirt, wenn der fragt und du sagst, nein, der ist ja angefressen, der ist ja trotzig wie ein Zwölfjähriger, der sagt dann, okay, das wiegt aber nichts. Magst du nicht? Gib's mir an. Das Ultra-Low-Weight, gib's mir an. 96 Gramm, es wiegt nichts. 12 Kilo zu viel auf die Rippen, die Leute, aber beim Leiberl sparen wir 8 Gramm, ey. Nein. Alle sind wirklich hochprofessionell. Kleidung und Ausrüstung ausgestatteter Wahnsinn. Ja? Was das Funktions-T-Shirt, Running-Tight, Running-Socks, Spezialschuhwerk, Laufanalyse. Ist ja völlig normal mittlerweile, dass jeder Mann eine Laufanalyse macht. Was? Die Leute kommen so beim Intersport eine und dann machen es eine Laufanalyse. Was ist denn da die Diagnose? Quasi Modo oder was? Die kommen ein in die Filiale, weißt? Dann kommt der Verkäufer her und sagt, schauen Sie bitte, das ist unsere Analysematte, wenn Sie da mal bitte ganz kurz drüber rennen, da brauchen die Leute dann eh schon 4 Versuche, bis das überhaupt einmal treffen, das Tagerl, ja? Dann treffen Sie endlich die Analysematte und dann Vorsicht, dann kommt es zur eigentlichen Analyse. Weil dann kommt der Verkäufer her und sagt, ja, kommen Sie bitte ganz kurz mit. Dann kommt man, seitlich ist dann so ein Computer und da ist der Abdruck von einem Fuß drauf. Ja? Der Abdruck von einem Fuß mit unterschiedlichen Farben. Ja? Und jetzt kommt es zur Analyse. Jetzt sagt der Verkäufer, da, bei der Ferschen, sehen Sie das? Die Farbe, das ist rot. Wow! Und ich würde mir denken, Moment, halt, runter vom Gas. Ich bin nicht vom Fach. Können Sie mir das bitte noch einmal erklären? Was ist das für eine Farbe? Rot. Ah, okay, bitte danke, wo der für die 200 Euro Healing für die Analyse. Alles muss perfekt ausgestattet werden. Ja. Natürlich, gute Ausrüstung brauchst, keine Frage. Gute Ausrüstung muss man haben. Das ist das Um und Auf heutzutage. Ja. Und die Leute haben ja dann da auch noch das Handy, kennen Sie das? Die haben ja dort das Handy direkt draufgeschnallt. Da gibt es ja die Programme, die dann sofort im Internet veröffentlichen, wo ist man gerannt, wie schnell ist man gerannt, wie lang und so weiter. Ja? Ist gar nicht so ungefährlich, weil man ist draufgekommen, wenn man jetzt ständig mit dem Handy da rennen geht, ja, man hat ja dann, also wenn man auf der Seite ein bisschen schwerer ist, man hat ja dann so eine gewisse Unwucht beim Rennen. Ne? Also man ist draufgekommen, dass die Leute, da ist ja der linke Schritt dann immer ein bisschen länger. Das, also es stellt sich ein, dass die Leute dann eigentlich immer in einen großen Gras rennen. Das ist gar nicht so ungefährlich. Ja? Weil, vielleicht haben Sie es eh gelesen. Ja? Letztes Jahr in der rund um die Adventszeit ist ein junger Student in Stein, in Leoben, ja? Geht dreimal die Woche, beständig geht die joggen, immer mit dem Handy
und hat einmal ausnahmsweise das Handy daheim lassen. Jetzt ist die zum ersten Mal gerade ausgerannt. Die ist bis heute nicht mehr retour. Die ist einfach, wenn die Sonne, die ist gewohnt, die geht vor die Haustür, dreht das Handy auf, rennt los und nach einer Stunde ist die wieder vom Haus gestanden. Wenn du die zwischendurch irgendwo getroffen hast und gesagt hast, entschuldige, wie kommst du denn daheim? Die hätte es gar nicht erklären können. Die hat gesagt, ich weiß auch nicht, ich renne weg und nach einer Stunde stehe ich wieder vom Haus. Jetzt ist die zum ersten Mal gerade ausgerannt. Ja. Gute Ausrüstung brauchst, keine Frage. Natürlich, die Ausrüstung macht es aus. Ja. Laufanfänger. Leute, die gerade mit Laufen anfangen, die rennen ja häufiger mal so. Gut, da gehe ich ja hin zu so einem Typen. Zu dem gehe ich ja hin. Dem drücke ich mal 500 Euro in die Hand. Und dann sage ich zu dem, hörst, pass auf, jetzt gehst du mal da rein in die Filiale vom Intersport. Lass dir mal geschwind einpanieren, frisch. Wie ein Profi, und dann kommst du retour. Ja. Nach einer Stunde kommt er dann wieder, was allein nicht wieder schon steht. Weißt, schaut aus wie der Superman aus der Waschkuchel. Steht so da. Und dann sage ich zu dem, und jetzt, renn! Ja, das ist die Ausrüstung. Ja. Gute Ausrüstung brauchst, keine Frage. Ja. Jeder Zweite will irgendwie Profisportler sein, ich weiß auch nicht wieso. Ja. Gute Ausrüstung brauchst, keine Frage. Also für mich ist das auch so, wenn ich entscheide, ja, ich möchte ab jetzt sofort sportlich sein, ja, na, ich fange halt auch mit der Ausrüstung an, mit was sonst, mit dem Sport? Sicher nicht. Ja. Das ist circa so, wie wenn ich sage, was ich mit meiner Frau, erst Schatz, so lang reden wir schon. Jetzt ziehen wir es endlich durch. Weg von Wien, raus aufs Land, suchen wir uns im Waldviertel irgendwo einen Grund, da mal ein Haus bauen. Ha? Und das Erste, was ich morgen mache, um das umzusetzen, ist, ich kaufe mir eine Klingel für die Tiere und einen Duschvorhang. Arg. Ja? Aber so ist es halt. Ne? Immer mal in einem Sportgeschäft habe ich mir mal Socken gekauft. Ja? Habe keine Socken mehr daheim gehabt, habe mir Socken gekauft. Gehe dann heim, bock die Socken aus, auf einmal sehe ich, steht auf dem einen steht drauf L, auf dem anderen R. Da habe ich gedacht, im ersten Moment war ich angefressen, da habe ich gedacht, jetzt sind Stepper, haben sie mir jetzt so unterschiedliche eine, oder ich weiß nicht. Ne? Schau ich noch, L, R. Da habe ich gedacht, das ist ein paar Socken, 30 Euro, und da können sie mir nicht dieselben eingeben. Was soll das heißen? Ich meine, das eine ist klar, L, large, ne? Und das andere relativ large, oder was? Da habe ich mich dann schon geärgert. Ne? Weil da möchte ich dann schon, dass wir genau sind. Weil ich bin schon Sportler. Ja? Man hat mich dann aufgeklärt, vielleicht kennen Sie das. Ich habe dann weiter überlegt mit das. Da haben wir nämlich gedacht, haben wir gedacht, vielleicht wollten sie ja einsticken, vielleicht wollten sie schreiben, Lentsch Bernhard, und sie sind mit dem B nicht mehr ganz fertig geworden. Wissen Sie? Und jetzt ist das R stehen geblieben, aber nein. Das heißt ja links und rechts. Jetzt haben wir für die Socken schon eine Anleitung. Jetzt kann man die, weil anders funktionieren die nicht. Also wenn es die anderen, das funktioniert nicht. Da gehen die dann nicht. Ja? Und die sind ja, da schaust du ja schon aus, wenn du solche Running Socks anhast, da schaust du ja schon halb aus wie der Robocop irgendwie. Weißt? Weil die sind ja nicht mehr einfärbig. Da gibt es ja einen eigenen Zehenteil. Ja, dann gibt es den Fußgarn, dann gibt es einen eigenen Fersengarn, dann schaut das Stiezel wieder andere Farbe und man denkt sich, boah, das ist professionell. Weißt? Man denkt sich, man, ich bin ja viel besser unterwegs. Weißt? Ich glaube wirklich, also seit 30 Jahren bewege ich mich zum ersten Mal. Weißt? Komm, Schwabe liegt daher wie ein Schmalzbrot, aber ich glaube, bis jetzt war es der falsche Fersengarn. Absolut lächerlich. Ja? Ich weiß nicht, haben Sie schon mal irgendwo von jemandem gehört, dass der gesagt hat, ja, mein Opa, der ist im Krieg gefallen, der ist aus Russland nicht mehr zurückgekommen. Schuld waren die Socken. Könnt mich nicht erinnern, dass ich das einmal gehört hätte. Ja? Oder haben Sie schon mal vielleicht irgendwo die Schlagzeile gelesen? Linke Socke auf rechten Fuß, Frau stirbt qualvoll in H&M Garderobe. Ich könnte mich nicht erinnern. Ja? Könnt mich nicht erinnern.
Aber wichtig ist, dass man gut ausschaut. Und was man schon sagen muss, da muss ich wirklich nicht nur schlecht drüber reden, diese ganze Sportkleidung und das alles so wunderbar profisportlich um herumrennen, das hat auch schon etwas Positives. Ja? Weil es gibt ja Leute, die betreiben Sport und du erkennst das nicht gleich. Ja? Und da muss man sagen, da tut man sich jetzt leichter. Natürlich. Also ich habe über Jahre hab ich Probleme gehabt, dass ich zum Beispiel in Schönbrunn durch den Schlosspark spaziere. Ja? Mit den ganzen Leuten, die da unterwegs sind, mit diesen für all jene, die es nicht wissen, in meinem Brotberuf bin ich Sozialarbeiter. Ja? Ich habe ja, wenn ich draußen jemanden sehe, der so unterwegs ist, ich habe da sofort das Bedürfnis, dass ich dort hingehe und dass ich sage, ne, sag einmal, wie geht's denn dir? Du kannst aber nicht alleine aus der WG rausgehen. Die Betreuer machen sich sicher schon Sorgen. Das war für mich immer schwierig. Ja? Heute natürlich kenne ich mich da besser aus, aber ich habe über Jahre Probleme gehabt. Ich bin einmal in den Schlosspark zum Beispiel eingegangen und ich bin fuhren beim Schloss rein und wollte nur nach Hitzing umgehen, zu U4. Viertelstunde, 20 Minuten normalerweise. Ich habe an dem Nachmittag, ich glaube, 4,5 Stunden in dem Schlosspark verbracht. Ich habe die alle eingesammelt, die ich gefunden habe, ja, und habe die zum Ausgang gebracht. Die ganz die schweren Fälle, die mit den Stecken, die habe ich überhaupt einzeln beim Portier angegeben und da habe ich gesagt, heißt, machen wir uns da einen Fahrtendienst aus oder was? Du hast gesagt, warte, Achtung, weil der geht weg, den musst du festhalten. Ne? Jedes Mal, wenn ich zurück bin, weißt, dann hat sie schon mal dumm gesprochen, dass ich da bin. Weißt, jedes Mal, wenn ich zurück bin, waren sie ein bisschen schneller. Das war das erste Mal, dass die wirklich Renner waren. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich dieser Sportkleidung jetzt schon dankbar. Ne? Weil das ist heute leichter. Ja. Wenn ich heute wieder irgendwo spazieren bin und ich sehe an der Kreuzung, ah, warte, da steht eine, die fahren gerade zum Ziel an. Weißt, und ich habe schon den Impuls, dass ich hingehe, weißt, dass ich helfe. Und dann sehe ich, ah, Moment, die hat ein Funktions-T-Shirt an, Bernie, Entwarnung, keine Intervention notwendig, die hat gerade ein Workout und nicht einen epileptischen Anfall. Ja. Klar, es kann sein, heute mache ich wirklich nur mehr aus Spaß. Also, wenn ich heute irgendwo im Park unterwegs bin oder so, weißt, und ich sehe wieder, dass wer so unterwegs ist, dann hin und wieder kann es schon sein, dass ich mich hinten einfach, dass ich mich kurz einkuppel. Was, dass ich mache, dass ich aber das mache ich nur mehr aus Spaß. Ja? Also das ist wirklich was Positives. Ja? Oder was mir auch total taugt an diesem Profitum, das sind diese Senioren-Rennradfahrer im Wienerwald. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind so circa, naja, 65 bis 68 Jahre alt. Fast ausschließlich Männer. Ja? Braune Lederhaut. Draußen das Kettel, volle Lance Armstrong-Panier, ein Rennrad um 5.000 bis 7.000 Euro Minimum und die sind oft im Wienerwald unterwegs. Ja. Und wenn ich, häufig sind die so Dreier-, Vierer-Gruppen, und wenn ich mit dem Radler fahre und dann auf so eine Gruppe auffahre, und Sie können sich sicher sein, ich fahre bald einmal auf so eine Gruppe auf, ja, und ich fahre hinter so einem Senioren-Rennrad-Profi, dann schaut es immer so wahnsinnig lustig aus, weil von hinten schaut es immer aus, die treten nämlich immer so seitlich und das schaut dann immer so aus, als ob ein Frosch am Rahl sitzt. Ja? Und ich habe dann jedes Mal die Erinnerung und Assoziation an meine Kindheit, weil meine Mama hat, wie ich noch klar war, auf ihrem Radl so einen Kindersitz gehabt. Ne? Also jetzt nicht am Lenker und nicht am Backelträger, sondern am Unterrohr. Vielleicht kennen Sie das. Früher hat es das öfters gegeben. Also ein Kindersitz am Unterrohr direkt. Und jetzt hat natürlich die Mama, wenn die aufgestiegen ist aufs Radl und da ist das Kind gesessen, die hat natürlich auch seitlich treten müssen. Ist klar. Ne? Weil wenn die aufsteigt, gerade ist das Kind weg. Wenn die gerade tritt, ne, das ist das. Mama denkt sich, hörst du das gleich? Ne? Und dabei ist das Kind fort. Ne? Die macht die Mama eine Runde mit dem Buben. Kommt am Abend retour und der Papa fragt, und wie war's? Sagt sie, also mir hat's gefallen, der Purt gesponnen. Ne? Und wenn die Mama jetzt gefahren ist, ne, hat das von hinten auch alle dann so ausgeschaut, weil das habe ich gemerkt,
wie ich selber dann schon mit dem Radl gefahren bin und dann ist mein kleiner Bruder drin gesessen, habe ich auch gesehen, ist die immer so? Und das denke ich mir jetzt auch jedes Mal, wenn ich im Wienerwald auf so eine Gruppe auffahre und dann sehe ich, wie der Rennrad fährt, sofort denke ich, mein Gott, lieb, der hat das Enkel dabei oder was. Ne? Und dann schere ich langsam aus, fahre vorbei, überhole und dann sehe ich, der hat einfach die Kugel da. Der muss an der Kugel vorbeitreten. Wenn der gerade tritt, der hat sich das ständig aufs Ruder laufen. Der fährt nach 2 Stunden, der macht eine Runde im Wienerwald, nach 2 Stunden fährt der in Sulz beim Gasthaus zu und hat keine Blumen mehr drin. Wobei, da muss ich noch immer sagen, ja, diese Senioren-Rennradprofi, die sind mir noch immer lieber als das, was jetzt kommt. Liebes Publikum, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich glaube, Sie haben mich bis jetzt ja als einen wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr friedvollen Charakter kennengelernt. Ja. Ich bin nicht jemand, der sich gar einmal über was aufregt oder der mit dem Finger auf andere zeigt. Das tue ich nicht. Ja. Ich bin sicherlich jemand, der das Verbindende in den Mittelpunkt stellt. Freunde nennen mich auch den Brückenbauer. Aber das, was jetzt kommt, da wäre ich grantig. Ja. Weil die absolute Spitze des sportlichen so tun als ob, die Königsdisziplin des so vorgebens, das sind ja wohl E-Bike-Fahrer. Es wird im Nachhinein bei der Videoanalyse sehr interessant sein zu sehen, wie die Einschaltquoten jetzt vielleicht in den nächsten Minuten sinken bei all jenen, die ein E-Bike zu Hause haben. Aber ich muss sagen, ich kriege da so einen Hals. Es gibt 2 Gruppen von E-Bike-Fahrern, die ich voneinander unterscheide. Gruppe 1, wie soll ich sagen? Wie kann ich das erklären? Vielleicht so. Schauen Sie, der Atomdeal mit dem Iran, vielleicht erinnern Sie sich, da hat es einmal so einen Deal gegeben. Da war der Westen wirklich der Meinung, das ist eine gescheite Sache. Ja? Der iranische Präsident sollte keine Atombombe haben, weil er nicht adäquat damit umgehen würde. Ist logisch eigentlich. Dieser Logik folgend frage ich, wieso dürfen jetzt Leute, die gar nicht Radl fahren können, sich auf einmal ein E-Bike kaufen? E-Bike-Fahrer haben öfters Unfälle als Radlfahrer, es gibt mehr Verletzte im Durchschnitt und es gibt schwerere Verletzungen. Das ist die Gruppe 1. Gruppe 2 sind jene Leute, die sich schlicht nicht damit zufrieden geben, dass ihr Körper sie so weit trägt, wie weit der Körper heute imstande ist. Schauen Sie, was ich meine ist, wenn ich mit dem Radl am Berg auffahre, ja, und ich komme bis, sagen wir, daher, obwohl dort der Gipfel ist, habe ich jetzt genau 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ich erkenne an, wie groß und mächtig die Natur ist, bei gleichzeitiger Akzeptanz meiner Winzigkeit und beginne, die Schönheit dieses Ortes zu erkennen und in Demut und Dankbarkeit zu genießen. Das ist die erste Möglichkeit. Möglichkeit 2 ist, ich ertüchtige meinen Körper diszipliniert so weit, dass er mich mit dem Radl bis dort aufbringt und verhalte mich oben achtsam und respektvoll. Das ist die 2. Möglichkeit. Was für mich aber keine Option ist, dass ich sage, pass auf, ich schwaß mir eine Batterie in mein Radl rein, lass mich von dem Sitzmobil aufschießen, steig dort oben dann an, völlig trockene Haut, trockenes Leiberl. Dann steige ich oben auf dem Rad und sage, ne, was, das soll sein, das sind normale Wiesen, Alter. Das geht nicht. Das tut man nicht. Ja? E-Bike-Fahrer sind die Biefke der Natur, sage ich. Ja? Wenn ich durch den Wald fahre, höre ich, wie der Wald mich zuschreit, weil er sich so belästigt fühlt. Ja? Und da fühle ich mich als Anwalt des Waldes, als sogenannter Anwalt. Ja? Ja. Kriege ich so einen Hai, ich kann nicht anders. Ja? E-Bike-Besitzerinnen und Besitzer meinen dann manchmal an dieser Stelle, dass sie sagen, ja, also Sitzmobil stimmt nicht, das ist wirklich nicht richtig, weil wenn ich nicht tritt, dann tut sich da nämlich gar nichts. Da habe ich dann nochmal gehört, wie wer draufgesagt hat, Ich glaube, den meisten Kalorienverbrauch, den E-Bike-Fahrer haben, ist, wenn sie das Radl die 4 Stufen vom Köhler aufbezahlen. Und warum? Ich weiß es nicht genau. Ist mir das schon aufgefallen? Die Leute tun dann immer mehr auch posten drüber. Sie tun dann von sich am Radl posten und sagen, schau her, schau ich auch schon. Schau aus wie ein Radlfahrer. Also,
Man merkt es nicht, aber ich bin zumindest einmal verkleidet. Und dann sind sie stolz darauf, dass sie 4 Stunden gesessen sind, also nicht runtergefallen sind. Sie sagen, schau her, ich bin gesessen, also stabil gesessen, nicht runtergefallen. Und da muss ich sagen, Hut ab, wirklich. Also da muss ich wirklich meine Lanze brechen für die E-Bike-Fahrer. Ne? Jetzt im Vergleich zu, sagen wir, es gibt ja Säuglinge, ich habe kein eigenes Kind, aber Sie wissen das vielleicht. So in einem Alter von so ein paar Monaten, wissen Sie, in diesem Stadium, wo die noch mehrheitlich so liegen und so noch nicht alleine sitzen können, ja, wo die so liegen und was, und dann nimmst du die Hand, setzt das auf und dann sitzen die so da. Kennen Sie das? Dann sitzen sie so da und nach 10 bis 12 Sekunden zerrinnen die so seitlich. Ja? Also, alleine ich kenne es noch nicht, das ist dieses Stadium, wo das Elternteil, wo du denkst, was das aufzahlst, und er sitzt da, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, hoffentlich wird das kein Politiker so vom Rückgrat her. Ja? Nach 12 Sekunden zerrinnen sie dann so seitlich. Und da muss ich wirklich sagen, ja, da können E-Bike-Fahrer besser sitzen. Wirklich wahr. Kein Thema. Kein Thema. Ja. Und dann nehmen sie ja so viele Taschen immer mit, die E-Bike-Fahrer. Die haben ja auf ihrem Rall, die haben ja links eine Tasche, rechts, dann haben sie ganz vorne eine, hinten, links, rechts, oben, noch mehr hinten. Die fahren zu wie zu einer Jausen, dann machen sie das Taschen auf und dann tun sie raus. Warte, dann tun sie raus. Den Campingsessel für Sie, den Campingsessel für ihn. Dann haben wir das Campingtischerl, ein Campingsessel in Reserve, man weiß ja nie, was ist. Dann haben sie noch mitgenommen. Den Fauteuil, weißt du, wer nach der Jause setzt das immer so gerne in den Fauteuil. Dann haben sie rechts, damit nicht alles links ist, weißt du, rechts, haben sie dann noch das Aquarium mitgenommen. Da. E-Bikes haben auf einmal eine Oberfläche, eine Windoberfläche, haben die wie ein LKW. Ja. Weißt du, wenn ich mit dem Rall auf der Landstraße fahre, ja, und ein E-Bike fährt an mir vorbei, weil ich jetzt vorne und hinten Batschen habe oder so, Gott, ja, dann muss ich aufpassen, dass mich dieser Luftzug nicht in die Mitte zahlt. Das hast du früher nur bei LKW eigentlich gehabt. Ja. Und wissen Sie, was auch super ist? Das ist köstlich. Haben Sie schon mal gehört, was die Wirtschaft dazu sagt, zu diesen E-Bikes? Was die Händler dazu sagen? Was die Werbung sagt? Die Werbung sagt ja, E-Bikes sind ja sowas Tolles, das ist ja sowas Grünes. Ja. Das ist so etwas Umweltfreundliches. Wissen Sie warum? Weil das Argument ist folgendes. Jetzt, wo es die E-Bikes gibt, ja, kann es ja durchaus sein, dass der ein oder andere sagt, naja, dann mache ich jetzt aber keine Fernreise und deswegen wird so viel CO2 eingespart. Und da denke ich mir, na genau so wird das sein. Da sitzt ein Pärchen daheim im Wohnzimmer, plant den nächsten Urlaub. Und er sagt, Schatz, was machen wir als nächstes? Machen wir eine Expedition in Alaska? Dann mal Sterne schauen in der Serengeti? Oder machen wir vielleicht wieder eine Städtereise und fliegen nach Dubai? Und sie sitzt daneben und sagt, na oder, Hasi, machen wir jetzt, wo es gibt, machen wir vielleicht eine Runde mit dem E-Bike in der Wachau? Und er sagt, na genau, da sind ja sämtliche meiner Fernreisebedürfnisse befriedigt. Wissen Sie, was mir einmal passiert ist mit einem E-Bike-Fahrer? Ich war im Wald unterwegs, eine Gerade im Wald, sicher vor der Weidenschau, ein E-Bike kommt mir entgegen. Ich rieche das teilweise. Kommt mir entgegen, fährt vorbei und knapp bevor er vorbei, fährt vorbei, macht er so zu mir. Ich hab nicht ausgekannt. Der hat mich auch schon vor der Weide gesehen, die waren sicher 100 Meter, bevor er vorbei. Macht er auf einmal so. Ich habe kurz geschaut, dass ich den Lenker festhalte. Ne? Dann bin ich aus, dann habe ich umgedreht und dachte, ich käme nicht aus. Habe ich umgedreht, bin dem nach. Dann habe ich den eingekriegt und gesagt, fahr zu, bleib stehen, fahr zu. Sag ich mir, was war denn das jetzt? Ha? Was ist denn das gewesen? Hast du mich gerade gerührst? Ha? So von Sportsmann zu Sportsmann, oder was? Ich sagte, jetzt nimm sofort das Nicken zurück. Nimm das zurück, ich nimm dir deine Cola weg und lass dir in die Batterie. Du hast gesagt, die nächste Busstation ist 3 Kilometer weg, du kommst nie wieder heim, mein Freund. Haben die Kinder die längste Zeit am Papa gehabt, mein Lieber. Ja. Ja. Und jetzt, auf einmal sieht man noch mal mehr. Immer jünger werden die auch die E-Bike-Fahrer. Wahnsinn. Ja.
Aber was positiv ist an all dieser Zeit jetzt zuletzt, finde ich, ist, dass mehr Leute Sport machen. Vielleicht bleibt es ja. Was man auch gedacht hat zuletzt war, dass ich nicht mehr eingeladen worden bin. Es hat ja keine Feierlichkeiten und nichts gegeben. Wissen Sie? Das taugt mir schon. Ja. Weil mich nervt das ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Heutzutage ist es ja so, man macht ja aus jedem Lebensereignis, macht man heutzutage ein riesen Event, Hollywood-artig. Alles muss inszeniert werden, wissen Sie, fürs Internet, dass man ja schön angeben kann. Ja. Ein ganzes Leben nach den Hochglanzfotos. Ein ganzes Sein nach 16:9 HD-Videos. Das ist ausblieben. Ja. Zum Beispiel so wie die Leute heutzutage heiraten. Also, was da aufgeführt wird für eine Hochzeit heutzutage, oder? Wenn heute wer entscheidet, er möchte heiraten, also da kommt zuerst einmal eine lange Planung. Lange Planung. Lange Planung. Man ist draufgekommen, dass in Österreich jede zweite Hochzeit gar nicht mehr stattfindet, weil einer von den zwei beim Planen gestorben ist. Ja? Alleine was beim Antrag aufgeführt wird heutzutage, oder? Was nur für einen Antrag, wird einmal ein halbes Jahr geplant. Im Vergleich zu früher? Entschuldigung, was war früher der Antrag, oder? Früher der Hochzeitsantrag, was? Früher, da ist sie da gestanden, und gesagt, Karl, ich bin schwanger. Er ist daneben gestanden mit der Gabe und gesagt, schwanger, bist du sicher? Dann hat sie gesagt, ja. Das war schon, da ist nichts mehr gekommen. Das war der Antrag an sich früher. Heute wird ja allein nicht für einen Antrag, wird geplant, Material bewegt und aufgebaut, was du denkst, sag ich mal, machen die heuer zweites Donauinsel fest oder was kommt denn da? Ja, und das ist nur der Antrag. Nach dem Antrag kommt dann der Polterer. Das ist das Nächste. Im Vergleich zu früher, Entschuldigung, was war früher der Polterer, oder? Der Polterer, das war ein Tag, ein Abend. Ja, da hast du dich zusammengesetzt, was war das Programm? Aussaufen, Weiber belästigen, Arschbeim. Das war's. Also bei Männern natürlich. Ja, ich kann nur für Männer sprechen. Bei Frauen weiß ich es nicht, aber Frauen sind da sicherlich urzivilisiert. Aber das war es früher, im Prinzip ein Abend. Ja. Aussaufen, was irgendwann, mitten in der Nacht, sind dann die Männer blunzenfett beim Wirten über die Stufen so raus, gleich liegen blieben. Da haben sie dann gleich mit der Rodel den nächsten Doppler reingezahlt. Ja, ich glaube, sie haben damals die Rollstuhlrampe erfunden. Die Rollstuhlrampe, eine Erfindung aus Österreich, 1952 in Burgenland in Güssing. Ja. Aber das war es im Prinzip. Ein Abend, aussaufen, Weiber belästigen, aussperren. Heute? Wissen Sie, was heute ein Polterer ist? Haben Sie das schon mal gesehen? Heute haben sie ja Canyoning in den Dolomiten machen. Wildwasserrafting im Ötztal. Wingsuit-Fliegen in der Schweiz. Oh. Eine Woche dauert es dann. Da fliegt die Gruppenmanner, fliegt dorthin, tagsüber machen sie eine Runde im Wald, am Abend setzen sie sich zusammen und was machen sie? Aussaufen, Weiber belästigen, Arschbein. Eh nicht viel anders, nur mit ein bisschen mehr CO2. Und da hat ja noch keiner geheiratet. Da hat ja noch keiner geheiratet. Ja? Weil es heiratet ja heute keiner mehr normal. Weißt? Einfach normal irgendwie. So, wie soll ich sagen? Einfach im kleinen Gemeindesaal von Guntramsdorf. So. Baujahr 1958, Original, Holzvertäfelung mit Weltkriegsgedenktafel, Original, braune Vorhänge, seit der Eröffnung nicht mehr gewaschen, halt normal. Ja, das macht heute keiner mehr. So kannst du heute nicht mehr heiraten, so kannst du heute maximal scheiden lassen, das geht. Ja, das geht. Wenn du heute heiraten willst, wissen wir, was man braucht? Heute braucht man ja eine Location zum Heiraten. Ohne geht's nicht mehr. Eine Location brauchst, wenn du heute zum Standesamt gehst und sagst, guten Tag, wir zwei, wir wollen heiraten. Die fragt nicht nach dem Ausweis, die sagt, haben Sie ein Foto dabei von der Location, weil es ist wegen einem Facebook-Posting, ob das eh passt. Ja. Location brauchen wir auf einmal. Ja. Heute musst, wenn du heute heiratest, weißt, du musst in der freien Natur heiraten. Ja. Auf einem Felsvorsprung auf 1200 Höhenmeter. Direkt über einem Bergsee. Freier Blick am Gipfel gegenüber. In den blauen Himmel ist mit Wolken geschrieben der Name von Braut und Bräutigam. Im Bergsee, Sie werden es nicht glauben, im Bergsee schwimmen Delfine.
schwimmen links und schwimmen rechts und hupfen raus, weil sie gar so eine Freude haben oder weil es vielleicht keine Süßwasserdelfine sind, das kann auch sein, aber die 2 Stunden Zeremonie, das wurden Chancen. Auf dem Felsvorsprung ist extra der Rollrasen ausgerollt, 100 weiße Sessel sind aufgestellt, gell. Links vorne so ist kleiner Gag. 2 als Braut und Bräutigam verkleidete Alpakas, mei, so süß. Hollywood-artig musst du heiraten. Ne? Sowas kannst du natürlich heute nicht mehr alleine machen, das ist klar. Ne? Also, sowas kann ja keiner mehr von uns organisieren. Ja? Wenn du heute so heiraten willst, wirklich wie im Hollywood-Film, da brauchst du ja eine Wedding-Plannerin dafür. Früher hat man gesagt, Cousine. Heute macht es die Wedding-Plannerin. Und die ist zuständig für alle Wünsche, egal. In der Inszenierung kann es keine Limits geben. Das ist das Motto. Ja? Und die ist dafür, wenn es einmal irgendwo ein Problem gibt, ja, dann löst es die Wedding-Plannerin für dich. Was kann es geben bei so einer Traumhochzeit? Ne? Also wenn du zum Beispiel dort am Berg stehst, weißt, und du machst gerade ein Video von deinem Hollywood-Leben, ja, und der Bergbauer von gegenüber glaubt, er muss, während ich da gerade mein Video auf Social Media übertrage, auf einen Samstag mit dem Traktor mir durchs Bild fahren, da brauche ich noch umschauen zur Wedding Plannerin. Schau ich noch um und dann sage ich, hey, kst, hey, halt an, und die Bursche los, mal, die geht übers Wasser. Ja. Die deckte nein, der glaubt, er hat einen Zuckerschock. Aber ich bin mir sicher, solche Hochzeiten werden auch wieder kommen. Alles wird wieder kommen. Ja. Und es wird interessant sein, wie sehr sich auch die Gesellschaft verändert, entwickelt, nachdem jetzt zuletzt die Leute während dieser Ausgangsbeschränkungen ja so viel Zeit im Internet verbracht haben wie sonst nie, obwohl es eh sonst schon viel sind, habe ich gelesen, wird sich auch unsere Sprache verändern. Das ist ganz interessant. Durch all diese sozialen Kanäle, Social Media, Videos aus Deutschland und so weiter, ne, das ist alles mehr Mischmasch. Und das stimmt schon ein bisschen. Also, ich meine, es gibt ja, wenn man ein bisschen hinhurcht, es gibt ja bei uns in Österreich Kinder zum Beispiel, und zwar immer mehr, die verwenden Worte wie zum Beispiel Yummy, Cook, Nee oder Lecker. Das war das Erste. Wenn ich in einem Kindergarten arbeiten tät, das weiß ich, ich tät ja gleich am ersten Tag sagen, hey, Kompanie, Reglement, der Erste, von dem ich her, lecker, der kommt zu mir, der kriegt einmal ein Bagel. Nur, dass das klar ist. Ja? Aber die Sprache verarmt ganz allgemein. Ich habe jetzt seit kurzem so eine Kabarett-Facebook-Seite und da habe ich ein bisschen reingeschaut, wie jetzt bei diesen Messenger-Nachrichten und so weiter, wie dort die Sprache behandelt wird. Satzzeichen gibt es nicht mehr, bis aufs Rufzeichen, das ist dafür umso wichtiger im Internet. Satzbau ist abgeschafft worden, weil, das müssen Sie wissen, die meisten Sätze auf Social Media und so weiter, die meisten Sätze sind 1 bis 2 Worte lang. Länger nicht, also da brauchst du keine Gedanken über einen Satzbau machen. Und der Rest, der Großteil der Kommunikation läuft eigentlich nur mehr über Gesichter, über Figuren und so weiter. Ja. Ich habe nichts verstanden von dem, was da so an Unterhaltung ist. Und dann habe ich extra so einen Kurs gemacht beim Wifi. Ja. Da gibt es wirklich so einen Kurs, dass man diese Zeichensprache versteht. Ich war der Einzige unter 70, der das gemacht hat. Nicht? Aber jetzt verstehe ich das auch ein bisschen besser. Jetzt weiß ich, weißt, wenn der eine mir so einen Leoparden mit Hula-Hoop-Reifen schickt, weißt, da muss ich dann einen Bären zurückschicken, der so in die Hand klatscht. Nicht? Und so entsteht die heutige Kommunikation. Ja? Und das merkst, wenn du der Jugend ein bisschen zuhörst. Ich möchte nicht schlecht über die Jugend reden, wirklich nicht. Steht mir nicht zu. Ja? Aber man merkt es halt. Also wenn du in Bus und Beam die Ohren ein bisschen aufsperrst und dann hörst du auf einmal, dann fangen wir so zum Reden an und ich so, und die Vicky so, und der Marc so, lol. Was? Das erste Mal, wie ich das gehört habe, ich glaube, die spielen eine Folge Dings da noch oder so. Was? Da bin ich drauf gekommen, das kann aber nicht sein, weil Dings da ist ja vom Niveau da, nicht? Aber die waren nicht dort.
Weißt, entschuldige, Dings da, du hast früher zwei Fünfjährige hier sitzen können. Die haben gesagt, na, also Wahnsinn, das ist ein Papier, das ist, da geht es darum, wenn das Haus was kaputt worden ist und dann kann es sein, man kriegt etwas. Hast gewusst? Haushaltsversicherungspolizei. Ja? Dann lass dir den Begriff heute mal von einer 20-Jährigen erklären. Die schickt dir maximal einen Wikipedia-Link per WhatsApp. Ja? Und Kommunikation ist was ganz was Feines, da müssen wir echt aufpassen. Echt aufpassen, ja. Ich sage Ihnen noch ein letztes Beispiel. Ich bin zum Beispiel immer im Bus gewesen. Ja? Ich bin im Bus gestanden und hinter mir war so ein Bär, so ein Typ, so ein Ding. Es war viel los im Bus. Ja? Wir kommen zur Station, der Typ steigt aus. Wie er bei mir vorbeigeht, stupst mich der Typ an. Ja? Der geht weiter, dreht sich dann nochmal um, schaut mich an, kommt her und sagt, Entschuldigung. Und das war es noch nicht, sondern ich wollte jetzt sagen, nichts passiert. Verstehen Sie? Ist nichts passiert. Der Bus ist voll, der geht vorbei, der straft auch. Oh mein Gott, nein, der kommt her und entschuldigt. Ich wollte sagen, nichts passiert. Ja? Ist ja nichts passiert. Ich wollte, gesagt habe ich aber, gescheißen, du Trottel, kannst nicht aufpassen. Und das ist ein schmaler Grat. Verstehen Sie? Das ist ein schmaler Grat in der Kommunikation. Da reichen Nuancen an Unterschiedlichkeit. Ja? Jetzt hat er gesagt, ich muss mit einem aussteigen, weil er will mir noch was zeigen. Ne? Der war, habe ich gesehen, der Bär. Kann auch klatschen. Also. Aber was ich sagen will, in der Sprache, in der Kommunikation, da reichen Nuancen, Kleinigkeiten. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen alles Gute in der neuen Normalität.